Einen wunderschönen guten Tag. Na, müsst ihr mich wohl die Pause beenden. Zum nächsten Path der Nemesis-Saga. Wir sind bei Salamander gelandet. Wir sind immer noch im ersten Level. Und ich glaube, ich kriege hier nichts Anständiges hin. Aber wie schon gesagt, mit der Zeit lerne selbst ich. Habe ich nicht gesagt, man sollte sich nicht an den Screen drängen lassen? Habe ich, ne? Ja. Kann ich ja einfach auch mal ignorieren. Ja, erzähl ich so hier den Leuten aus Spaß. So, oh Gott. Frag mich nicht, was das war. Das kriege ich aber auch noch alles raus. Ich merke, hier bei diesem Teil habe ich wesentlich weniger Erinnerung. So, das wird gefährlich. Wir eliminieren euch. Speichern. Gut, dass wir gespeichert haben. Ich wusste nämlich schon sowas. So. Wir können anscheinend noch eine Option wählen. So. Da müssen wir... Boah. Ich glaube, hier gab es ein Force Field. Ich glaube, ich weiß jetzt auch langsam, warum. Ich glaube, da sollte ich auch mal schnell drauf gehen, wenn ich die Chance dazu habe. So. Ripple ist, kann ich auch mal so sagen, so eine Art Wellenleser. Der geht so in Wellenbewegung. Bin ich aber auch nicht so ein Fan von. So, das war doch schon mal gut. Speichern. So. Wo geht's da lang? Na gut, da geht's also noch ein bisschen weiter. Die Missiles bringen uns dann... Ach du meine Fresse, das geht noch zurück. Habt ihr eine Klatsche oder was? Haha, Endkampfmusik. Merkt euch die, die wird euch in den Wahnsinn treiben. Kann es sein, dass ihr hier nicht alle Land am Zaun habt? Okay, haben wir. Speichern. So, erster Endgegner. Ich habe keine Ahnung mehr, was da kommt. Und das ist vielleicht auch besser so. Ach, der ist das. Nee, okay, den kenne ich noch. Okay. So, du hast ein Auge, mein Freund. Auf das Auge müssen wir zimmern. Ich glaube, die können wir nicht besiegen. Diese Arme. Müssen wir also nur ausweichen. Er zeigt gleich ein Auge. Da ist es. Da müssen wir drauf. So, wir umkreisen ihn. Ich glaube, die Strategie müsst ihr noch kennen. So. Danke. So. Operation 2. Verbinde dich mit Space Station Zod. Zod. Ist das nicht ein alter Superman-Witz? So, ihr seht, wie sich das Spiel ändert. Aus einem Horizontal-Shooter haben wir jetzt einen Vertikal-Shooter. So, und nochmal Optionen. So, wir haben alle Optionen, die wir haben können. Wie man sieht, bringt das Spiel auch kaum in die Knie. So, müsste ich nicht jetzt... Ja, wir haben das Force Field. Speichern. Oh, super, die kann man gar nicht erledigen. Ja, gut. Macht's mir noch richtig einfach. Finde ich gut. Boah. Ja, wird immer besser. Wird immer besser. Vor allem, ihr seht ja auch, das Schöne ist, jetzt fängt auch schon das Geglitsche an. Dass es natürlich nicht mehr sauber ist. So, ich nehme auf jeden Fall mal Speed, weil ich habe das Gefühl, das Ding ist total lahm. So. Also normal vielleicht, wo ich das gerade nochmal aufblitzen sehe. Ich sag mal, sowas bei Parodius macht das ja Sinn, weil da gibt es ja diese Slotmaschine und dann kann man ja auch komplett zurückgesetzt werden. Aber warum in aller Welt soll ich hier auf den Normalschuss zurückgehen? Naja. Ich muss nicht alles verstehen. Die kann man vernichten, ne? Das war, glaube ich, noch so. So.
Können wir nicht erlegen? Ja, können wir nicht. Dann lassen wir das. So, speichern. Auch schön ist, ihr seht das, die Sachen, die man hat, sieht man gar nicht mehr, wo man, welchem Upgrade man ist. Ah, das haben sie natürlich auch richtig fair gemacht. Naja, egal. Komm. Speichern. Ich müsste eins vor Force Field sein. Kann man euch vernichten? Ah! Boah. Ja, natürlich. Ich hab's gewusst. Ja, hier lang. Was ist denn, wenn wir gar nicht schießen? Das könnte ein guter Trick sein. Boah. Boah. Oder auch eine hundsgemeine blöde Idee. Ach, die Grünen muss man erledigen. Okay. Das hat ein System. Okay. Und weiß man nicht, welche realistische Aggression das von den, vom Aggressor ist, aber... Space geworden. Naja gut, immerhin wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Immer auf die Grünen. Das hört sich an wie eine politische Aussage, ne? Speichern. So. So, Ripple. Das heißt, ich muss 3 einsammeln. Das Schutzschild. Das war unser. Speichern. Jetzt macht natürlich... Boah. Ihr seht, wo das Problem dieser Missiles ist. Für die ist es natürlich immer noch links im Bild. Wo Meister eigentlich sinnvoll wäre. Okay. Okay, ich glaube, wir haben die nächste Raketen. Das nächste Raketen-Upgrade. Ich glaube, das muss man auch wieder ganz normal auswählen. Aber das kriegen wir schon hin. Speichern. Ich glaube nicht, dass die automatisch aktiviert werden. Das wäre viel zu fair von diesem Spiel. So. Oh mein Gott. Schaffen wir das? Schaffen wir. Wir machen nochmal Speed. Komm. Speichern. Was bringst du denn jetzt als Endkampf? Ach! Ja, den kennen vielleicht Leute auch noch aus anderen Teilen. Ja, der komische Roboter-Tentakel. Gut. Da machen wir es doch mal so. Du musst doch eigentlich... Kann man nicht schon? Kann man. So, jetzt bin ich doch eigentlich optionstechnisch so bewaffnet. Die müsste ich doch eigentlich in Anführung. Danke. So, Level 3. Kommt jetzt schon der Strategieteil. Es ist am Sitzableiser. Bewaffnungssituation. Entscheide im Zeitlimit. Setze ich hier einen kleinen Safe State? Kann ich hier Pause machen? Nein, kann ich nicht. Ist aber auch egal. Kann ich gleich den Safe State laden. Es geht darum, man sucht sich jetzt den Planeten aus, den man als nächstes angeht und sozusagen befreit. Aufgrund Anzahl der Feinde sieht man, was einen erwartet. Im Prinzip ist es natürlich eigentlich so, ihr kennt das. Ihr kennt das aus den ganzen Strategiedingern. Aus Dune, meinetwegen Lost Eden oder wo es solche Strategieelemente gibt. Natürlich schnappt man sich den, der am gefährdetsten ist. Und das tun wir jetzt auch einfach mal. Ich lade das mal zurück. Und wir fangen beim Planeten Kirkan. Operation 3. Setzen Sie das Crush Blow System. Also es ist darum, geht es darum, dass es da so eine Art, so eine Station gibt, die diesen komischen... Ja, wie soll man sagen?
Angriff oder... Da ist die Hawkwind. So. Ja, das sind Raketen. So. Speichern. Das machen wir gleich weiter. Also sozusagen diese Mission ist wirklich darum, dass man die Planeten befreit. Ich spiele das übrigens, ich hoffe auch, dass das klappt. Ja. Ich spiele das mit Nemesis 2 im Slot, im zweiten Slot, damit wir auch hoffentlich das Good Ending bekommen, weil sonst bekommt ihr nämlich nur ein Bad Ending. Und das möchte ich nicht so. Was waren die denn? Was war das? Ihr seht, die E's machen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bonuswaffen es gibt, aber das würde ich dementsprechend dann auch nochmal in die letzte Episode auch eintragen. Boah. Fleißig einsammeln. Speichern. Kann man nicht besiegen? Natürlich nicht. Wäre auch logisch. So. Wir können gleich mal wieder ein Upgrade kriegen. Es wäre schön, wenn es mir wieder ein Upgrade geben würde. Oder beziehungsweise auch ein Upgrade, was uns was hilft. Die haben mit Sicherheit genügend Upgrades, die uns wahrscheinlich... Ach, der gibt uns gar nichts. Außer nett. Also je nachdem, wie viele Gegner noch angezeigt werden. Das ist ja super. Meteor. Okay. Bringt mir der was? Einmal speichern. Das ist ein neuer Laser. Was war das? Die Vorsehung, Kapitel 3. Eine große Sphäre wird vom Boden kommen und jeden angreifen. Der kleine gelbe Ball hat die Power, oder hat die Kraft, die Rüstung zu kontrollieren. Oder die Waffe. Mhm. Okay, da gab's Predictions. Okay. Musste man die einsammeln? Waren die wichtig? Ihr seht, habe ich totale Ahnung von. So. Speichern. Ich will mal gucken. Haben wir. Ja! Schönes Spielzeug. Also gibt's irgendwelche Sachen? Okay. Ihr seht, das verwirrt mich noch mehr. Ich weiß, dass es solche Sachen alles gibt. In späteren Teilen gibt es davon noch wesentlich mehr von Vorhersagen und Karten und Secret-Waffen und alles, was man einsammeln kann. Aber ich bin da ein bisschen überrascht, sag ich mal so. Aber gut, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Spielzeug, damit können wir relativ einfach durchspielen. Hoffe ich mal. Ja, ja, das knallt doch schon gut. So, und nach dem Endkampf können wir diese Episode auch beenden. So, mein Freund, wer bist du denn? ja. Ein paar Probleme hast du gar nicht, oder was? Ach, das war dieses Riesenmutterschiff, genau. Ach, ja, genau. Erst die Türme, dann das andere. Genau, ihr seht. Im Prinzip machen wir das gleiche, was wir schon aus Teil 1 kennen. Nur in einem unglaublich größeren Rahmen. Genau, und du kommst mir auch noch nahe. Genau, so war das. Genau, das ist der Hauptkern. Den Hauptkern müssen wir eliminieren, um weiterzukommen. Und ich glaube, wenn wir die einzelnen Positionen hier eliminieren, dann hören die Positionen auf zu schießen. So, genau. Komm nun mal ruhig, das ist mir egal. Mein junger Freund... Ah, die Endkampfmusik ist sensationell, ne? Also da gibt's nichts. Also Salamander hat einen tollen Soundtrack. Ist nicht wirklich einfach, um das ganz klar vorwegzunehmen. So, speichern wir einfach. Die sind gerade so gut. Ich möchte mich versemmeln. Ja. Und das mit, ihr seht, was für eine Bewaffnung ich hier habe. Und ihr seht, wie trotzdem, wie lange der Kampf ist. Ach, jetzt ist auch noch das Ding weg. Speichern. Schön.
So, dich kriege ich auch noch, mein Freund. Nee, ich schieße immer noch weiter. Ach ja, genau. Das war so. Ach, man kann... Für Risikospieler. Also für Spieler, die... Als Kind, weiß ich nicht, jeder Achterbahn ins Gesicht gelacht haben. Ihr seht, was man machen kann. Ihr könnt da auch direkt reinfliegen. Ich mache jetzt aber mal so, dass ich erstmal hier das alles mal erledige. Ihr seht, man kann auch da durchschießen. Man kann aber auch da durchfliegen, wenn man ganz risikoreich sieht. Man könnte jetzt einfach direkt durch und dann da rein. Aber ihr seht, was ihr für einen Spielraum habt, nämlich eigentlich fast überhaupt keinen. Ich mache gleich mal, wenn ich den hier weg habe. Na, den möchte ich jetzt aber doch kurz eliminieren. Na, speichern. Was war das? Was hat mich da erwischt? Was auch immer es war. Es war nicht gut. So. Komm, 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 mein Freund. Ihr seht, da kann man nur minimal treffen. So. Wir speichern. Machen wir mal. Ich mach den jetzt einfach mal. Ich versuche den mal. Ihr merkt, so. Na. Mein Freund, bin ich zu langsam wahrscheinlich, ne? Um diesen Angriff zu machen. Ja, bin ich. Bin ich. Boah. Okay, wir machen es anders. Es dauert jetzt ein bisschen länger. Aber dafür klappt das auch. Ihr seht, es gibt auch nur eine Verbindung, und zwar die hier. Wenn diese Verbindung komplett weg ist. Oder hat er da gar nicht getroffen? Dann kann man auch gar keinen Schaden machen. Das ist natürlich super, ne? Es gibt auch noch einen Trick, dass man seine Optionen so platziert. Na gut, das sollte es sein. Genau. So, mach Ende. Geh tot. Geh tot. Genau. Die nächste Unterbrechung. Ich setze mal hier einen kleinen Cut. Genau. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Planeten wieder. Bis gleich.